It is natural to die. Servus Leute, hier ist wieder der Noah vom Ladies and Gentlemen's Club. Heute bin ich hier wieder in Köln unterwegs und ich kann euch sagen, ich habe den Friedhof der Kuscheltiere oder wie man es auch nennt, die lebenden Toten oder was auch immer hier gefunden. Bin jetzt dort hier hinten bei diesem Hügel der Toten und das Klagegehölz. Sagen, wir gucken mal nach den lebenden Toten und gucken, ob die Aua machen oder ob wir sie einfach nur zerfetzen wollen oder ob ich sie einfach platt mache. Der wird Janosch dabei. Kleiner wilder Kämpfer. Gib du Made. Boah, jetzt rennt er mir mit einem Schuss. Ich glaube, ein bisschen böse auf mich. Nee, kannst du ja nicht sterben, bist schon tot. Ja. Komm, du Lutscher. Werden die auseinander, ey. Eieiei. Ist ja wieder klar, ich will was haben und dann zack, zack, geht nix. Okay, so kann ich schon mal nix. Okay, so bin ich verdorben, das ist geil. Diese Scheißviecher hier echt Arsch offen. Krieg ja mal richtig ab. Was war denn das? Hexenfeuerpulver. Ist das geil. Ah, ich habe nur eine Ausrüstung. Leute, richtig mega. Guck mal hier. Sieht schon böse aus, ey. Ganz so muschihaft wie am Anfang. So, ich will in das Dorf da vorne. Das Dorf der Toten oder so. So ein paar toten Viecher. Da läuft schon so eine Tante, ey. Komm her, fette Elfriede. Willst du abhinden oder was geben mit dir, Alter? He's dead. I'm here. Bitch, die. Was war das, ein Schmied? Zwei. Fats.
Gibt es einen ganz anderen Namen, ne? Klar. Das ist voll von Arsch, Alter. Jetzt, wo ich aufgeladen habe, kommt Alter, doch ich krieg das viel. Chimärische Muschi. Zum Eyeliner. Ich weiß jetzt, warum uns die Typen hier immer so schlecht drauf sind. Die haben einen Spiegel geschenkt bekommen. Da haben sie gesehen, wie sie aussehen, haben sich gedacht, ach du Scheiße. Schon mal so schlecht drauf. Und wo warst du? Spazieren oder was? Hansi, wo bist du? Sie sucht ihn und sah, oh, er ist schon weg. Oh, Geister, Geister, wo sind Geister? Hey, Macarena. Neues The Motorland. Gimme more Huhn. Für die Leute, die es noch kennen. More Huhn. Boah, daneben. What the fuck? Yeah. Ach, da wird noch ein Kumpel mitbringen. Come on! Dieser hatte die Blöde. Blöder Sack. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier nie 11 Stück, dann nehmen wir jetzt für Christoph die nächste Ladung mit. Natürlich habe ich wieder das Messer in der Hand. Heieiei. Muss dumm bewegen, irgendwie mehr Slots geben hier unten. Okay, eine Kiste. Ey, was für Dörfer hier. Die waren auch mal besser, ey. Hätte man vorwissen müssen, dass ich von oben feinen Bogen machen können. Statt da unten mehr in Abschlachten. Das wird noch besser. Ah, da hinten geht's weiter. Sollten wir mal schauen, dass wir da hinten irgendwo hinkommen.
Vielleicht finden wir ja auch irgendwie was, irgendwie Weg oder so. Was hätte jetzt denken können, da steht einer. Ja, ich sehe Gespenster, ich weiß. Aber ich scheißegal, Mann. Ich habe gerade eben welche gekillt. Habt ihr schon mal Untote gekillt? Ah, ich schon. Drei. Was laufen die so beknackt hier rum? Ach, die holt noch die Typen da. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die kifft. Ey, wie du hast jetzt wieder ab, du Penner. Gibt's aber richtig einen auf dem Deckel. Du darfst kommen, du darfst kommen von mir. Bam! Einzelteile, Einzelteile, yeah! Ist der Rest vom Schützenfest? Da ist nur ein Gebäude und hier stand aber der einzelne Typ, den will ich zuerst wegmachen. Der scheint wichtig zu sein, wenn alle kommen bis auf der. Das heißt, er braucht eine Sondereinladung. Alter, ich schreck mich nicht so, Mann. Kommt der hinten raus, der Penner. Da, guck mal, Sondereinladung steht rum. Mit. Da, ich mache euch platt. Erstmal klettern, gucken, wie so die Landschaft ist. Tja, das gesehen haben wir mal alleine, ist du Hund. Geht's mir mal mit dir? Ist aber nix an der Tür, wir haben nur noch 15 Freak. Oh, da ist ein Feuer. Oh, Kiste. Eine Kiste versteckt. Die dreckigen Schweine, ey, Leute, ey, die sind so Schweine. Ja. Ich müsste eigentlich mehr killen, die Penner. Ja, guck mal, da kommt wieder einer. Ausdauer. Ich komme. Attacke. Bis auf seine Eisscherben bekommt. Ich sag's, das ist so der Hammer, Alalehi. Guck mal hier. 57 Schaden, 13%, ey. Und noch 700 Haltbarkeit. Geil. Ich würde gerne das Wasserding da gucken. Gehen wir erstmal in das Haus hier.
Na, geile Idee gewesen. Erst mal ein Haus schauen und dann. Müsste ja so sein, Leute. In jedem Häuslein könnte ein Kistlein sein oder so. So, der Eingang. Also gehen wir nochmal zurück. Steht aber extra. Okay, dann gehen wir gleich dahin. Nächstes Schwein gegrillt, ich komme. Nee, es gibt nichts mehr zu essen. Dann raube ich euch hier die Bude auseinander. Behold, the pride of Cimmeria. A clan of soft-minded fools who think they've died and gone to Crom's realm. Never mind that we walked through a desert to get here. Never mind that we can still take pleasure and pain in equal measure. Oh no, we must be in the afterlife, because it's foggy. I don't know how much help I can be to you, stranger. I can't even seem to convince my kinsmen to give up their delusion. I feel like I must stay here. The goat-livered idiots in this clan are still my kin. And there are whites, of course. But it's an endless battle to retain my sanity. Beware the old battlefield. The whites are dangerous. Die Unholde sind gefährlich. Das meint der, wie gefährlich ich bin. Pilze, Pilze, du hast bestimmt zu viel von den Pilzen geraucht, Alter. So wie das so rumsteht hier. Nimm nicht jetzt, no, du mich auch. Nimm den Pilz. Pilz, 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 nicht, dass du zu viel rauchst davon. Das Zeug ist die Binne vernebelt hier oder so. Da ist ein Schrein. Der Schrein zum Porten. Geil. Geil finde ich, dass wenn jetzt sowas geben würde wie so ein Wassertitan oder irgendwas, der einfach mal rauskommt und dich angreift so. Schon viel Verderbnis habe ich, ne, Leute? Geil. Kriegt man richtig Lust, was am Bruder. Ach, das ist meiner. Da drüben war das. Ja, bitte schon sauber. Da muss ich eigentlich. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh. Das gibt's öfters. Läuft bestimmt öfters mal welche falsch hier. Was gibt's hier? Was gibt's? Die Hütte ist heiß. Da gibt's was. Du bist nicht heiß. Du bist hässlich wie die Nacht. Aber die Kiste ist gut. Bam! Und da geht noch was, geht noch was. Ich glaube, so ein bisschen der Erfinder des Spiels ist minimal ja, weiblich angehaucht bei den ganzen Lidschatten und Scheiß, was der da reinballert.
Treppe läuft einer. Komm her, komm, red nicht so viel Scheiß. Komm her und stirb, du Arsch. Da kommt schon Power, das Sack. Tja, hat ja ganz schön ordentlich Eier in der Hose. Geil ist im Dunkeln, das sieht man die Typen. Ist das scheiße dunkel schon wieder, ey. Danke. Komm her, geh, lass mich nicht allein, oder Janosch, oder Gottfried, oder Karl Gustav, oder wie immer du heißt. So ein Penner. Ich muss ja da lang. Erzählt irgendwas von dir? Das erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe hier, diese Typen da in dem Cave oder wie die heißen. Das ist bestimmt davon. Muss aber dazu sagen, den Film Conan habe ich schon lange nicht mehr auf dem Schirm. Das ist schon ein bisschen älter. So ein paar Leuchtekuse. Nachtschattengewächse oder irgendjemand. Das will ich mit mir anlegen, Alter. Hey, die haben uns ins Hirn geschissen. Irgendwie fehlt mir hier so eine Wegsangabe oder beziehungsweise nicht Wegsangabe, sondern so ein Kompass oder sowas irgendwie. Weil ich gucke immer hier auf die Karte, damit ich noch den richtigen Weg habe. Karl Gustav Janov, Ottfried Fischer, auf geht's! Spukwacht, Aussichtspunkt. Geil. Schon wieder was Neues entdeckt. So, wie viele Eisscheiben haben wir denn jetzt schon? 12, nehmen wir die noch mit und dann können wir tauschen wieder. Immer ein Ausgleich, immer Ausgleich. Dass Talula und Christoph genug vom Material haben. Nein, ich fahre jetzt kein Erz. Nein, kann ich nicht tragen. Oder gehe ich wieder zu der Hula-Hula-Tänzerin? Lass mich das da die Krankheiten wegtanzen. Den Arsch offen. Nee.
Und da, komm her, das. Oder Full Power oder was? Warum machst du dich alle kaputt? Warum muss ich mich hier immer anstrengen? Das Geile ist, wenn man halt doch mal überladen ist, dann macht man einfach so. Jetzt muss ich den schwersten Scheiß raus und macht bei ihm rein. Damn. Eiswolf, Junges. Lief so im Weg rum. Dachte ich gerade, da kommen solche Strommasten oder sowas von da unten. Sah das jetzt gerade so ein bisschen aus, aber das muss ich mal gucken. Ich sehe keinen Scheiß da oben, bleib da oben und lass mal in Ruhe. Ich sehe da so ein bisschen schon strommastmäßig hier so. Da. Der linke da am Stein. Das so, ich habe jetzt echt gedacht, dass er so Strommasten erst. Die haben uns früher mal gekillt mittlerweile. Das ist mittlerweile ganz gut. Außer sie haben einen Totenkopf. Dann wird es wieder interessanter. Aber so, alles kein Thema. Eine gute Ausrüstung jetzt hat. Ich mir reparieren lassen muss wieder. Jetzt wäre auf dem richtigen Weg. Ich glaube aber, damit ihr noch ein bisschen die Gegend seht, laufe ich mal da hoch, um euch was zu zeigen. Diese fetten, geilen Schwerter. Das ist irgendwas Großes. Was Böses Großes. Später hört sich gut an, aber das Viech da hört sich nicht gut an. Das Teil. Das ist wie so ein Alien, der da rumfliegt. Das Teil ist echt heftig. Achtung. Den möchte ich mich eigentlich nicht anlegen. Winken sie frisch, frei, fröhlich rum. Ist doof, ich muss jetzt gerade ein bisschen auf. Was ein Arschviech.
blinken. Ah, sehr guter Weg. Schwimmen los ins Inventar geht auf, das ist wieder so. Ja, sorry, aber ich brauche hier Fleisch zu Hause. Dann müssen wir kurz stehen und gehen wir hier hoch. Das war auch nix. Die Schutztürme. Schutz. Komm her. Finde ich auch ein bisschen blöd, ist, wenn er da hochklettert, nicht sobald er laufen kann, auch aufsteht automatisch. Oh, hab ich's dir gesagt. Stirb. Zwei geteilt und die schreit immer noch rum, ey. Jetzt kann was reinbekommen. Ist der Schutzturm? Nehm's mit. Einer von den Leuten kann bestimmt was in der Base mit anfangen. Gehen wir mal in den Geisterschutzturm. Sesam, öffne dich. Anklopfen bringt auch nichts, okay. Mal den anderen Turm. Vielleicht darf ich ja da rein. Oh, das sind Gummi. Gerber. Typen auf der billigen Plätzen weg da. Ich muss rein auf Priest, ich rette euch alle. Ich sehe da oben kaputt oder muss ich damit machen? Ich bin überlastet. Please help me. I'm too big. I'm a big, big boy in a big, big world.
Bin ich ganz schön voll. Können die als andere Sachen. Egal, ich kann mich bewegen, alles ist gut. Inge Kuschmita! Jetzt schießt er. Das ist schon wieder für den Arsch. Genau. Scheine auf mit dem. Da. Ich hörte nur auf die Base, wo ich mal reinlaufe und auf einmal geht eine Falle zu und ich stecke fest. Da oben. Da scheiß ich drauf. Komm, hol mich. Das hier sieht so ein bisschen aus. So. Bisschen komisch auf jeden Fall. Doch, ich war schon mal. Ach, Gottes klauen Weg. Da ist nichts, was ich bis jetzt gefunden habe. Oh, guck mal, da ist Schweinchen Beb. Und sein Bruder, Schweinchen Abe. Wer bist du? Schon eher eine Wildsau. Ja, war mir klar. Du bist eine richtige Wildsau. Komm her. Alter! Die will's mir wissen. Hinter dir, Badge, Badge. Seine Hand auch auseinandernehmen.
Sturmwacht. Scheinen keine Sturmkämpfer zu sein. Ist okay, warte. Da waren wir auf jeden Fall mit. Jemand zu Hause? Unhöfliches Volk hier. Leute, ich mache mich jetzt auf den Heimweg, ey. Das geht sonst gar nicht, ey. Überladen, nass, durchnässt, dreckig, blutig, verschwitzt, in der Paris. Zu futtern kriegt man auch nichts Frisches, muss man das alte Zeug nehmen, was man momentan dabei hat. Würde das Zeug tagelang in seinem scheiß Rucksack gut bleiben. Alter, dein Geweih ist aber groß, du musst mindestens so einen Kopf haben. Hol, dum, dum, dum. Es rappelt im Karton, dum, 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 dum. Der Ausdauer-Speed wohl runtergeht, ey. Kann ich gleich Marathonläufer werden. Ja, ich will jetzt heimlaufen. Die Folge mal jetzt erstmal zu Ende. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir ein Abo da, würde mich sehr freuen. Sehen uns beim nächsten Mal, nächste Show, nächstes Haus oder nächste Scheiße und so weiter. Haut rein, bis bald. It is natural to die.